Einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Regionaljournal. Die Sonne ist endlich wieder raus und ich freue mich, dass ihr am heutigen Tag, am Karfreitag, zugeschaltet habt. Schulmaterial kann schon extrem teuer sein. Haben Eltern dann auch mehrere Kinder, so stehen sie vor einer großen Herausforderung. Der Sozialverband Deutschland hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, kostenlose Schulranzen und Rucksäcke bedürftigen Familien zu spenden. Alles, was man dafür tun muss, erklärt euch Monika Henke vom Kreisverband Braunschweig im nächsten Beitrag. Im Bäckerklint 8 beim SAVD Beratungszentrum gibt es kostenlose Rucksäcke für bedürftige Familien zur Abholung. Wie das Ganze funktioniert, erzählt uns Monika Henke. Komm bitte mit dem Kind hier vorbei und das Kind kann sich dann einen Ranzen aussuchen. Die Erfahrung zeigt, dass die Eltern und Kinder doch unterschiedliche Geschmäcker haben, dass es da vielleicht eventuell Probleme gibt, aber die Kinder suchen sich dann den Ranzen aus und dürfen den dann mitnehmen. Wir fragen weder nach Bedürftigkeit noch irgendwelchen Bescheinigungen. Die Ranzen werden gespendet tatsächlich von den Bürgern hier der Stadt Braunschweig. Es kann also weiterhin gespendet werden? Also da ist es tatsächlich so, weil unsere Lagerkapazitäten doch eher begrenzt sind. Da bitte ich einfach darum, gut erhaltene Ranzen bis zum nächsten Jahr zurückzuhalten. Und dann im Januar machen wir wieder den Aufruf, dann hier bei uns vorbeizubringen, damit wir die dann im nächsten Jahr mitverteilen können. Die Resonanz heute am ersten Tag tatsächlich mittelprächtig gut tatsächlich. Es sind noch Ranzen über. Die können dann tatsächlich ab nächste Woche Montag 9 Uhr während der Öffnungszeiten hier im Beratungszentrum Braunschweig kostenlos abgeholt werden. Aber bitte auch Kinder mitbringen. Vielleicht habt ihr gestern noch schnell ein paar Einkäufe erledigt, Brot, Milch, Wasser und Butter noch schnell besorgt. Oder vielleicht werdet ihr morgen, also am Samstag, noch schnell euren Wocheneinkauf machen. Warum frage ich das eigentlich? Na, heute ist ja Karfreitag und nächste Woche Ostermontag. Die Geschäfte sind bekanntlich geschlossen und an der Tankstelle bekommt man auch nicht immer alles, was man für den täglichen Bedarf benötigt. Warum feiern wir dieses Fest überhaupt? Ich war in Wolfsburg unterwegs und habe mich mal umgehört. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unterwegs mit Anes. Ich bin heute in Wolfsburg und ich möchte gerne herausfinden, ob die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger auch wirklich wissen, warum wir Ostern feiern. Let's go! Warum feiern wir überhaupt Ostern? Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Weil Jesus, weil das ist ein christliches Fest. Ich glaube, das ist ein alter Brauch gewesen. Ich weiß nicht, ob das von den Osterinseln kommt. Ja, der Jesus ist geboren, ne? Die Auferstehung Jesu, ne? Jesus? Ja, Jesus ist auferstanden. Kreuzigung Jesu. Ja. Das ist ein Grund, ist ein kirchlicher Feiertag, den man natürlich komplett übernommen hat. Von der christlichen Seite her. Ich weiß auch nicht, wie das in anderen Religionen so ist. Also ich meine die Auferstehung von Christi, ne? Um Gottes Willen, weil Jesus auferstanden ist von den Toten. Das ist die Auferstehung Christi. Also für uns sozusagen aus religiösen Gründen, weil Jesus Christus gestorben bzw. gekreuzigt wurde und dann auferstanden wurde. Das ist religiöser Hintergrund, aber natürlich geht es auch bei uns darum, so viel wie möglich an Ostergeschenken zu verstecken und zu finden. Da waren ja schon mal ein paar richtige Antworten dabei. Ein großes Fest in Jerusalem. Palmblätter, Esel, ein Abendessen, das in die Geschichte eingeht mit einer Prise Verrat. Und alles endet in Jesu Tod und seiner Auferstehung. Aber wie genau hat sich das, was wir heute unter der Ostergeschichte verstehen, eigentlich abgespielt? Jesus, der ist zum letzten Mal mit seinen Freunden auf ein Fest gegangen. Zum letzten Mal. Jesus ist mit dem Esel geritten nach Jerusalem. Jerusalem.
I-A, 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 I-A. Die Menschen haben ihre Jacken ausgezogen und haben einen Teppich gemacht und sogar von den Palmenblätter abgerissen und wie als hätten sie eine Fahne damit gewedelt. Dann sind sie auf ein Fest gegangen. Brot und Fisch. Wein. Ja, und getrunken. Und dann sind sie in einen Garten gegangen. Und er hat im Garten gebetet. Du bist dran. Und das klingt nicht ganz sehr schön. Jemand sollte Jesus sogar verraten, damit sie ihn fesseln können. Weil er sterben soll. Es gibt nämlich manche Menschen, die mögen nicht, was Jesus erzählt. Da wurde er in den Palast gebracht. Gefesselt? Haben sie den? Und dann hat sie den Richter verurteilt zum Tod. Dann nämlich wurde er nämlich an einem Kreuz genagelt. Dann ist er gestorben am Kreuz. Dann hat ein Mann gefragt, ob er ihn in sein Grab tun kann. Da musste noch ein Stein vor das Grab, ein großer, schwerer Stein. Alleine konnte man den nicht wegbewegen. Dann kamen Frauen. Als sie näher kamen, haben sie einen riesigen Schrecken gekriegt, weil der Stein vom Grab weggerollt war. Dann war der auferstanden. Im Grab war nichts drin. Die meisten haben das gar nicht geglaubt. Aber dann ist Jesus auch zu denen gekommen. Darum feiern wir Ostern. Deswegen kriegen auch alle ein Geschenk an Ostern. Geschenke gebracht! Eigentlich müsste ja Jesus die Geschenke kriegen, weil er ja wieder auferstanden ist und ganz vielen von Gott erzählt hat. Das war ja wirklich sehr, sehr niedlich. Hier ist nochmal eine präzisere Erläuterung. Ostern ist das älteste und wichtigste Fest für Christinnen und Christen. Es erinnert an die Mitte ihres Glaubens, Jesus' Auferstehung von den Toten nach seiner Kreuzigung. Die Geschichte seines Leids, seines Todes und seiner Auferstehung werden in der Bibel von den vier Evangelisten Markus, Matthäus, Lukas und Johannes beschrieben. Sie erzählen, wie die Jüngerinnen und Jünger am Ostermorgen das leere Grab entdecken und ihnen dort Engel erscheinen, die die Auferstehung Jesu verkünden. Die zeitliche Festlegung für das Osterfest liegt Jahrhunderte zurück. Im Jahr 325 bestimmte die Kirche den Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling als Termin. Seitdem wird Ostern in den westlichen Kirchen immer zwischen dem 22. März und dem 25. April gefeiert. Das christliche Osterfest hat auch eine enge Verbindung zum jüdischen Pessachfest. Denn der Tod und die Auferstehung von Jesus ereigneten sich laut biblischer Überlieferung zur Zeit des Pessachfestes in Jerusalem. Pessach ist eines der ältesten jüdischen Feste und ebenso eins der wichtigsten. Über die Jahrhunderte haben sich um das Osterfest viele Bräuche entwickelt. Als Symbole für Ostern haben sich Ei und Hase durchgesetzt. Das Ei gilt als Zeichen für das Leben. Außerdem bezahlten viele Menschen im Mittelalter ihre Pacht, also Mietschulden, mit Eiern. Ein üblicher Zahltag fiel dabei auf die Osterzeit. Daraus entwickelte sich auch der heutige Brauch, Ostereier zu verschenken und zu sammeln bzw. zu suchen. Der Hase ist zum Symbol der Auferstehung geworden, weil man ihm lange zuschrieb, niemals zu schlafen. Hasen haben nämlich nur sehr kleine Augenlider. Ihre Augen sind daher niemals ganz geschlossen. Passend zu Ostern hat sich Bianca wieder etwas ganz Tolles für euch ausgedacht. Ich hoffe, ihr habt euer Bastelmaterial schon bereitgestellt. Hier ist wieder Kreativzeit für euch. Es ist wieder Kreativzeit. Heute basteln wir ein kleines Osterkörbchen aus Papier. Und es wird einfach nur gefaltet. Also ihr braucht eigentlich nur Papier und ein bisschen Kleber und ein bisschen Ostergras. So, wir machen noch ein Osterkörbchen. Diesmal ein bisschen anders vom Prinzip her. Und zwar
dass das in dieser Form, also man hat sozusagen 4 Taschen, um was reinzustecken. Hier habe ich auch wieder ein bisschen Ostergras reingepackt, so Holzwolle. Dann sieht es einfach ein bisschen schöner aus. Hier die Version mit Schild. Hier eine Version ohne Schild. Geht übrigens auch gut zu anderen Anlässen, ne? Also zum Geburtstag, zum Muttertag, zu Weihnachten. Also ja, ihr könnt dementsprechend das Körbchen verzieren und das so eben anpassen. Wir brauchen Papier, auch gerne wieder ein bisschen stabileren Farbkarton, nicht zu dick, nicht zu dünn, wie immer. Kleber, Schere nicht unbedingt, was zum Falzen, entweder mit Geodreieck und Falzstift oder mit einer Häkelnadel, Falzbein, je nachdem, was ihr habt. Ich benutze wieder mein Schneide- und Falzbrett, beziehungsweise habe ich in dem Fall schon, ich habe es schon vorbereitet. Was wir noch brauchen, ist eine Lochzange. So, ich habe jetzt hier die Papiergröße 21 x 21 cm benutzt. Ihr könnt das ganz individuell in der Größe anpassen. Ihr könnt größer, kleiner, wie auch immer ihr möchtet. Das Papier muss nur quadratisch sein. Und der Punkt, an dem ihr falzt, also bei mir jetzt hier die 7 cm, muss durch 3 teilbar sein. Also dass das Papier sozusagen gedrittelt ist von oben und von unten. Na, dass ihr das sehen könnt. So, wie gesagt, ich habe jetzt hier die Größe 21 auf 21 benutzt. Und jetzt falzen wir. Ich zeige es euch hier. Mit dem Geodreieck und deute das nochmal an. Also von allen Seiten bei 7 cm. Na, also zeichnet ihr euch hier 7 cm an und falzt dann hier in die Richtung 7 cm und das gleiche macht ihr dann reihum. Dann haben wir hier noch die Ecken. Wenn ihr das so da liegen habt, müsst ihr hier von dem Punkt in der Mitte zu dem Punkt hier oben eine Falzlinie ziehen. Also so. Ihr könnt es dann gleich besser sehen, wenn es gefaltet ist. Ordentlich falten und die Linien am besten ein bisschen nachziehen. Ganz besonders dann gleich die diagonalen Linien. Da muss man ein bisschen wursteln im ersten Moment. Also mit dem Papier geht das recht gut. Ich ziehe mir das aber auch nochmal nach, dass das dann gut hält. Das mache ich hier bei allen Seiten. Also die diagonale Falz, die wir gemacht haben, wird nach innen gefaltet. Ich halte es auch gleich nochmal in die Kamera. Quadratisches Papier. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich habe extra ein quietschiges Grün genommen, dass man es gut in der Kamera sehen kann. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4 lange Falzlinien und dann hier noch die diagonalen Falze von innen nach außen. So wird das dann gemacht. Wir machen uns jetzt hier oben in die spitzen Löcher rein und binden es dann zusammen. Ihr könnt es gerne wieder ausmessen. Ich peile an und spatze. Wenn ihr möchtet, könnt ihr außen auch noch verzieren. Ich habe mir jetzt für die
quadratischen Außenseiten habe ich mir Papier zugeschnitten. Das klebe ich jetzt drauf, bevor ich es zusammenbinde. Ihr könntet euch auch für die Zwischenräume hier noch Papier zuschneiden. Einfach auch ein Quadrat nehmen und dann diagonal teilen, dann passt es da auch rein. Aber das ist nicht unbedingt notwendig. So. Letzte Seite noch. Und dann nehmt ihr euch eine Schnur nach Wahl. Guckt, dass es durch eure Löcher durchpasst. Ich habe jetzt hier was ganz Dünnes, Dezentes. Der Rest ist schon bunt genug. Und dann wird das einfach hier nacheinander durchgefädelt. Ihr könnt natürlich auch eine Nadel benutzen, wenn ihr euch leichter tut. Am Anfang ist es noch so ein bisschen widerspenstig. Aber wenn es einmal zusammengeschnürt war, hält es ganz gut. Und dann könnt ihr noch ein bisschen Ostergras unten reinpacken oder Holzwolle oder auch einfach ein bisschen Papier. Das geht dann auch gut. So, dann wird das mal so zusammengeschnürt. Knoten oder Schleife, was ihr möchtet, je nachdem, ob ihr es nochmal aufmachen möchtet. So. Und dann ist es auch schon fertig. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch ein Schildchen vorne dran machen. Ein bisschen Deko. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Bis bald. Vielen Dank, Bianca, und euch zu Hause wünsche ich viel Spaß beim Nachbasteln. Seit geraumer Zeit tun sich Handwerksbetriebe schwer damit, offene Stellen zu besetzen. Laut dem Zentralverband des Deutschen Handwerks sind inzwischen mehr als 150.000 Stellen unbesetzt. In einer neuen Ausgabe von Young and Wise spricht Podcast-Host Selina Bauer mit Adrian Rust über sein Herz fürs Handwerk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Young and Wise, dem Podcast über das Leben in den 20ern. Seit geraumer Zeit tun sich Handwerksbetriebe schwer, offene Stellen zu besetzen. Laut dem Zentralverband des Deutschen Handwerks sind inzwischen mehr als 150.000 Stellen unbesetzt. Immer weniger junge Menschen entscheiden sich für eine Ausbildung in Handwerksbetrieben. Mein heutiger Gast hat nicht nur ein Händchen, sondern vor allem auch ein Herz fürs Handwerk. Herzlich willkommen, Adri, schön, dass du heute hier bist. Ja, freut mich, dass ich da sein darf. Die Ausbildung im Handwerk hat halt den Ruf. Du wirst geknechtet, du wirst schlecht behandelt und sowas. Und die meisten sagen natürlich, warum soll ich mir sowas antun? Ich mache mein Abi, studiere und verdiene dann gut. Wobei viele auch nicht bedenken, wenn du wirklich im Handwerk was erreichen willst, kannst du natürlich auch die Meisterschule oder so machen. Und das ist aber wirklich das Problem, dieser Ruf. Wenn ich dann morgens zur Arbeit komme, denke ich mir auch so, was ist das denn jetzt hier, ne? Würde ich lieber im Büro sitzen oder irgendwas, besonders wenn blödes Wetter ist. Würde ich lieber sagen, komm, ich setze mich hier ins Büro, daddel da ein bisschen am Computer oder sowas, keine Ahnung, und gut ist, ne? Dann habe ich aber auch manchmal diese Momente, da bist du dann morgens um 8 Uhr in Braunschweig oben auf dem Dach, guckst über alle Häuser rüber, ne? Und stehst dann da und denkst dir so, ja, ist doch eigentlich viel geiler, als jetzt im Büro zu sitzen, ne? Und so war das am Anfang wirklich so ein Umschwung, wo ich mir immer dachte, ist das das Richtige, ist es nicht? Aber ich kann nur sagen, eine Ausbildung im Handwerk ist wirklich geil. Ich merke halt, Handwerk ist wirklich wichtig. Zum Beispiel bei den Zimmerleuten ist so, wir haben so viele Fachwerkhäuser in Deutschland, die alle brauchen Sanierung. Ja. Was macht man, wenn wir nicht da sind?
ist genauso wie Zimmerleute, Dachdecker, Maurer. Das ist wirklich überlebenswichtig heutzutage. Und das ist auch wirklich der Grund, warum ich mir persönlich sage, ich will in diesem Handwerk bleiben, weil es auch immer mehr geschätzt wird. Ja. Kommen wir nun zum Kommentar der Woche von Wolfram Bese-Jöpkes zum Thema geplante Sonnenstraßen in Braunschweig. Ich möchte heute Stellung beziehen zu der Idee, die in Braunschweig gerade gedacht wird, Sommerstraßen einzuführen. Vielleicht zum Hintergrund, Sommerstraßen sind gedacht in Bereichen, wo man vielleicht sonst einen höheren Autoverkehr hat, der aber, sage ich mal, durch die Sommerzeit, Ferienzeit, ohnehin etwas weniger frequentiert ist, wo Gaststätten beherbergt sind, wo vielleicht auch in der Nähe noch ein Kinderspielplatz ist und man diese Phasen nutzt im Sommer, die Autos vielleicht doch noch woanders unterzubringen, um dann mehr Aufenthaltsqualität auch vor den Geschäften, vor den Häusern zu schaffen, indem man Bänke aufstellt, temporär natürlich für eine begrenzte Zeit, wo man sagt, von Mai bis August kann man das ganz gut machen und schafft auf diese Art und Weise eben einfach mehr Bewegung und auch, wie eben schon genannt, Aufenthaltsqualität. Wir müssen einfach auch gegen das Einzelhandelssterben in den Städten Impulse setzen. Und wenn wir nicht wollen, dass die Städte ja immer unlebendiger werden, dann könnte so eine Maßnahme, die mehr Leben auf die Straße, wie gesagt, wir reden über die warme Jahreszeit, mehr auf die Straße bringt, durchaus ein guter Ansatz werden. Und natürlich lässt sich das nicht auf Hauptverkehrsstraßen realisieren. Wir reden über Nebenstraßen, wir reden über Straßen, über die man ohnehin vielleicht mal darüber nachdenken könnte, ob das nicht auf Dauer sowieso Fußgängerzonen werden könnten. Aber man könnte sie über so einen Impuls, das mal für 3 Monate auszuprobieren, gut testen. Und dann hätte man Ergebnisse, die vielleicht später dann auch im Rahmen von anderen Untersuchungen zu guten Ergebnissen führen. Das würde ich mir wünschen. Insofern würde ich aus meiner Sicht diese Initiative gerne unterstützen und dazu aufrufen, vielleicht dazu auch noch weitere Ideen zu entwickeln. Vielen Dank. An diesem Osterwochenende gibt es bestimmt ein paar nette Events in der Region. Ich habe für euch im kommenden Beitrag ein paar Veranstaltungstipps zusammengestellt. Viel Spaß! Die TV 38 Veranstaltungstipps für den 1. April bis 7. April 2024. Kunst gegen Bares. Die wahre Wundertüte der Unterhaltung. Hier treffen Comedy auf Musik, Zauberei auf Poetry Slam und Akrobatik auf Schauspiel. Eine einzigartige Mischung, die für beste Unterhaltung sorgt. Am Mittwoch, den 3. April ab 20 Uhr im Kult Braunschweig. Bayerisches Junior Ballett München. Lass dich in einem außergewöhnlichen Tanzabend verzaubern, der mit Humor, Eleganz und Leidenschaft gefüllt ist. Die talentierten Tänzerinnen und Tänzer aus Bayern interpretieren sowohl bewährte Meisterwerke als auch innovative Kreationen junger Choreografen, was jedem Zuschauer ein spektakuläres und unvergessliches Erlebnis bereiten wird. Am Freitag, den 5. April um 19.30 Uhr im Lessing-Theater in Wolfenbüttel. Rocks Konzert. Die niederländische Roxette Tribute Band, die sich zur Aufgabe gemacht hat, den Zeitgeist der 90er Jahre mit Rock und Pop wieder auf die Bühne zu bringen. Roxette ist nach ABBA die erfolgreichste schwedische Popband. Am Samstag, den 6. April um 19.30 Uhr in der Kulturscheune in Salzgitter. Ausstellungseröffnung Niemandsland. Tauche ein in die beeindruckende Kunstwelt von Alvin Barresch, die mit ihrer einzigartigen Herangehensweise die Grenzen zwischen real und imaginär verschwimmen lässt. Ihre Werke, insbesondere die Installation Wald, erforschen die düstere Beziehung zwischen natürlicher Schönheit und Zerstörung. Am Donnerstag, den 4. April um 19 Uhr im Kunstschaufenster in Wolfsburg. Das waren die TV 38 Veranstaltungstipps. Das war's auch schon von mir für heute, meine lieben Freunde. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schönes verlängertes Wochenende und frohe Ostern. Bis bald.